Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Aska. Heute mit dabei Mama Nobody. Hallo. Und natürlich ich wieder. Ja, was machen wir Feines? Ich bin auf der Suche nach Fasern, Fasern und Fasern. Weil die werden im Moment wieder sehr Mangelware bei uns. Und was macht mein Mann Feines? Ich probiere gerade was aus. Ich habe nämlich so einen Fisch gerade auf den Boden geworfen und Na? habe auf Ernten geklickt, aber ich versuche noch zu verstehen, was da gerade passiert ist. Okay. Ich sehe nämlich jetzt hier nicht irgendwas Essbares. Ah doch, warte mal, roher Fisch. Doch, roher Fisch. Ich habe einmal rohen Fisch bekommen. Hä? So ein kleines Filetchen rohen Fisch habe ich bekommen. Achso, wenn ihr den jetzt. Genau, und den probieren wir ins Feuer zu machen, ob das jetzt geht, weil bei dem Fleisch gehen wir es. Das war der Hintergedanke. Ist mir Ja. nämlich eingefallen. Ja. Aber bevor ich das mache, mache ich noch was ganz anderes. Ich fische noch mal. Habe ich Boah, also das ist selten gut. gemacht. Ja. Ich bin jetzt auch unten am Strand, wenn ihr diese schwebenden, da genau, die hier oben, diese schwebenden Viecher seht. Die sind recht schwach. Die sind eigentlich so mit zwei, drei Hieben mit einer normalen Axt kaputt. Und die geben eigentlich immer gut Fasern. So als Manchmal Garte. auch Ja. Äste. Ja, genau. Und so bin ich jetzt immer bei, unsere Fasern erstmal zu organisieren, weil Platz finde ich im Moment eher weniger. Ja, es wird jetzt Mangelware langsam. Das kommt davon, wenn man sich so ausbreitet halt, ne? Wir brauchen unbedingt eine Farm, wo Flachs angebaut wird. Ja, richtig. Oder wenn wir Baum fällen, dass wir Rinde holen und in Faser umwandeln, dann kann es uns egal sein. Ja, genau. Und man muss Ausleben. mit Muscheln, weiß ich nicht, ob man das auch machen kann. Ich weiß es nicht. Müssten wir mal probieren. Ja. Aber ich wage es zu bezweifeln. Na, guck mal, das sind so kleine Teilchen. Ich hole mal ein und probiere es mal. Es wird Ach nee, sich es eigentlich anbieten. Wie oft wird das gemacht? Ihr müsst auch sicher sein, dass die Muschel essbar ist, ne? Dass die Muschel geholt wird, mit Schale dann ins Feuer gelegt und so wird sie gekocht. Deswegen, die Spielentwickler haben hier ein schönes Spiel abgeliefert. Ohne Frage. Aber bei den Hauptmechanismen, Essen, Nahrung, tralala. Hä? Müde von elektrischer Bestürzung, unwillig zu bewegen, während die Nacht grau wird. Was? Das Ich erzählt er mir hier gerade. ja. Hatte auch schon mal so einen Text, was anderes sinnmäßiges, aber Denkst du bist ein Skalde? Ja. Also, was das Essen und die wichtigen Ressourcen angeht, ist das Spiel gnadenlos. ja. Ich kann nur hoffen, dass auch Sachen nachwachsen. Ja. Werden wir ja sehen. Jetzt sind wir Sommer. Wenn es heißt Ende Sommer, dann können wir uns schon mal drauf einstellen. Oh, nicht so gut. So, los, Fische. Der Fische sind kommen, willst du mich am. Es wird bewölkt und ein bisschen kühl. Also, man kann schon sagen, man braucht so locker 100, 120 Fasern. Ich weiß es jetzt nicht mehr auswendig, damit du bei Personen mit der minimalsten Kleidung, also Hose und Oberteil, einkleiden kannst. Ja. Das ist schon heftig. Das ist krass. Also den Verbrauch, den man hier hat. Ich hoffe, dass die Entwickler da nachziehen und was ändern. Weil das ist zu krass.
Ich muss sagen, ich habe schon einige gehört, wo gesagt haben, ja, dank eines guten Ziels sind die am ersten Anlauf durchgekommen. Ja. Und andere, ja, ja, die haben es nicht gepackt. Und wenn es nur vom Seed abhängig ist, ist es schade. Ne? Ja. So. Na? Da habe ich gesagt, ich sehe Großkantflachs und jetzt auf dem Rückweg sehe ich immer wieder was. Ist ja so, gut. Ich will noch 6 Fische. Machen Sie hin. Ich fühle mich nicht mehr gut hydriert. Ach du je, du hast noch 1/4 Wasser. Aber wer kennt das nicht? Der Wikinger damals sagte, werte Herr, ich fühle mich nicht gut hydriert. Ja. Ich will noch mal Sammelten hinstellen. Ja. Boah, guck dir mal so einen Fisch an, davon würdest du satt werden. Mhm. So, ihr Leute, jetzt könnt ihr euch nicht mehr beschweren, dass ihr nicht zum Sammeln ist. Ich habe jetzt hier ganz viel Flachs, was ihr einsammeln könnt. Und Bären, macht euch an die Arbeit. Mhm. Hast einen Marker gesetzt? Ja. Ich lasse ihn jetzt extra stehen, dass die sich bequem machen mit ihrem Popelchen. Ja, aber wie gesagt, am Anfang nicht zu viele Marker setzen. Ja. Ich habe erstmal 2 Stück, wo es gut Bären und Dings gibt und Flachs und dann sollen sie erstmal loslegen. So, noch 4 Stück. 4 Stück, come on! Ah. Auch bin ich aber weit gelaufen. Müssen sie erstmal ganz schön einen Stock laufen ein bisschen. Mhm. Aber was soll's. Haben wir den ganzen Tag Zeit. Na los, mach hin. Das ist auch eine Sache. In dem Spiel würde ich mir noch ein paar mehr Sachen wünschen. Zum Beispiel die Karte. Ich kann einen Marker setzen, das war's. Ich kann jetzt nicht hier eine andere Form wählen, wie bei Valheim zum Beispiel. Hier hinmachen X, keine Ahnung, hier Ressource XYZ, hier ein anderes Zeichen, hier ist ein Boss oder ihr wisst, was ich meine. Ne? Das würde ich mir wünschen, auch mehrere Marker auf einmal. Genau. Ich hoffe, ich habe jetzt alles für die große Steinspitzhacke für dich, Schatz. Ja, kann ich machen. Ach, das ist schön. Ich brauche 4 davon. Nein. Straßenbau-Ding, das brauchen wir dann auch. Was ist das? Holzrechen? Okay. Ja, dann Holzrechen, das wird der Bauer brauchen, wenn wir den denn mal haben. Ja, ja, was ist das denn? Also mit der Fischerhütte weiß ich halt nicht, wie. Ich bin sehr hungrig. Das ist. Na komm, weißt du was? Gönn dir. Muss noch mal 2 angeln. Dahin, wo ist er hin? Wo ist er hin? Ja. Gut, ja, das ist noch gut. Nein, falsch. Das wird das Tolle sein. Kaum sind Lebensmittel da, kommen die Geier, greifen sich alles raus, essen dann aber nicht alles und dann verdirbt das bei denen drin. Ja. Das ist die ganze Zeit so. Das ist das, was mich auch ein bisschen dann abfuckt. Und man selber nagt genau am Hungertuch und im Winter ist nichts mit Bären, ihr Lieben. Sogar wenn ihr unterwegs seid, ein Feuer zu machen. Das ist Holz. Game over. Richtig. Mal gucke, wenn ich jetzt den Fisch mache, wie nahrhaft der Fisch ist, wenn ich den nück. So. Ein Sturm kommt. Vorschwingt seinen Hammer, findet Schutz.
Diktator, ich schwing meine Angel. So. Ah, oh, komm. Ja. Da kannst du doch hoch, meine Jüte, ne. So, einmal frisch gemacht, sehr schön. Was ist Fisch? Ja, Muschel. Normalen Fisch gegrillt. Hat's noch einen gehabt? Ja, ich habe ihn auseinandergenommen, genau. Okay. Es geht. Auf gut Deutsch gesagt, das fressen die dir garantiert direkt weg. Ja, ja, aber das ist für mich, mein Essen. Ich hoffe mal, dass das wenigstens ein bisschen satter macht als... Ja, ja, gut ein Viertel. Ein Viertel, okay. Ja. Weil der andere, wenn man so roh isst, das ist ja läppsch. Du bist ja jetzt gerade angeln, dann... Ne, ich bin jetzt unterwegs. Ja, aber du warst ja... Hier, möchtest du das machen? Ja, gib her, komm her. Aber ich warne dich vor, das sind einige Fische. Ja, warte, da muss ich... Ja doch, gerade muss ich mich zu dir. Muss mal kurz gucken, kann ich hier irgendwas machen? Ich hätte auch da Y gedrückt, alles gut. Ja, ich will hier machen, dass man sieht, was ich hinwerfe. Ach, geh weg. Ja, wink dir selber. Ihr nervt mich mit eurem Gewinke. Na, was willst du? Das ist was schön für dich. So. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Fünfmal. Sechsmal. Und ich habe noch sechsmal. Ja, das ist doch schön. Ich habe noch Platz. Mal sehr. Okay. Aber schade, dass da immer nur ein Stück Fleisch rauskommt, weißt du, das ist läppsch. Ja gut, den einen kriege ich jetzt nicht, aber das mache ich gleich. Ja. Dann kann ich ihn dann gleich auseinandernehmen. Genau. Bei dir sieht das anders aus, glaube ich, als bei mir. Ah, nö. Jetzt muss ich die anderen noch hinschmeißen und dasselbe wieder machen. Bin ja eigentlich doof, ich hätte sie liegen lassen sollen. Alles gut. So, was passiert hier mit dem? Okay, da brauchen wir Holzausrüstung. Metallausrüstung. Ah, das war mir klar. Das sieht cool aus. Alles in einer Reihe hier. Ja, dann mal los hier. Gut. Hinten habe ich mir für viel noch Stämme oder so, oder? Aber gleich feststellen. Brauchst du einen? Nö. Oh Leute, lass mich einfach in Ruhe. Das war auch das Schlimme beim letzten Spielstand, die sind alle gekommen. Ja. So, ich habe so zwei eingesammelt, genau. So. Ja. Aber ich kann mich abreißen. So. Und anstelle will ich das hier haben. Ich brauche eine Werkstatt. Egal. Nee, das geht nicht. Blutmond, wie schön. Na.
Eine. Wow. Damit kann ich aber was kaufen gehen. Was sind das für Geräusche? Milo wurde angegriffen. Ah, mir. Das Klettrüppler. Ich helfe gleich mit. Ich hab bloß die Augen. Ist kaputt. Ich glaube, einer ist in Schlafunterkunft. Geglitscht. Ich höre irgendwas noch. Ja, ich bin gerade am Vermatschen. Ah, okay. Doch irgendwo was, oder? Scheint ruhig zu sein. Ist doch geil. Dieses Dorf hat angegriffen und ich habe nichts Besseres zu tun, als zu kochen. No. Na. Lass mal die Knochenfragmente rausbacken. Ich habe auch einiges an Knochenfragmenten. Ja, eben. Wie gesagt, wir haben so viel Wasser. Eigentlich keine Entschuldigung, nicht zu trinken. Ja, man kann sagen, wir haben es vergessen. Oh, Pfeile. Danke, Wache. Spamme hier auf meine E-Taste. Ja. Irgendwas ist da hinten, keine Ahnung, was ist egal. So. Das ist... nein, nichts Wichtiges. Wo ist das? Entschuldigung, kann ich den nochmal hinlegen? Wo ist er? Nein. Das war ja das Holz. Nee, hier ist Holz. Ist noch nichts. Weißt du, wie ich das decken kann? Was denn? Sachen teilen, zum Beispiel Hälfte von dem Gegenstand so. Das tut mir sehr leid, das wüsste ich selber sehr gerne. Okay. Hier rüber. Hier ist gerade nee, halt, falsch. Das ist diese. Hier rüber. Was ist jetzt denn? Die ist noch nicht da, die Option. So. Ich muss erst drüben upgraden. Dann macht hier das Upgrade. Gut, dann machen wir das mal dahin. Das mal dahin. Das mal dahin. Oh, hier ist ja noch ein Fisch, sehe ich gerade. How much the fish? Das habe ich befürchtet, das sind doch die Samen. Also, beim Stacken ist es weggebackt, der Fisch. Das ärgert mich jetzt. Okay. Mal gucken, dass er nicht irgendwo liegt. Habe schon. Ja, das hier sind so Bugs, die ein bisschen nervig sind. Oh, Skelett! Schatz, Zack. Ist noch irgendwo einer, glaube ich. Wo? Tja.
sehr gestört. Ja, irgendwo höre ich es rascheln. Ja. Wie ist denn das? Es ist gut auf der einen Seite, dass hier Pfeile wieder. Verwendbar sind. Ja. Oh, Metallreste haben wir sogar schon. Wow. Oh. Und es hängt an, wir haben schon verdorbene Lebensmittel hier rumfliegen. Ja, aber ist ja nicht schlimm für den Döner. Nee, das nicht, aber es ärgert einen halt. Bis jetzt können wir noch nicht wirklich das nutzen. Hm. Das ist sehr komisch. Was? Ich krieg immer weniger Fisch. Ich hatte 7 Stück, jetzt habe ich nur noch 4. Schön. Aber das war ja alles nur Haltbarkeit, war alles noch grün. Komplett. Schön. Ja, finde ich toll. Kann ich mal vielleicht einen Fisch haben? Ja, ich hier. Liegt. Danke. Fühl ich jetzt doof. Nimm die alle. Nö, ess du. Ich hab 4 Stück hier. Ja, ich hab 4 gegeben, alles gut. Ach, du hast mir alle gegeben. Ja, ich hab ja keine mehr. Von den 7 sind nur noch 4 jetzt übrig. Ich hab keinen einzigen gegessen. Verstehe ich nicht. So, dann hier, stopp. Bitteschön, du isst mir auch was hier. Hast du? Ja. Bitteschön. Ja. So. Das ist blöd. Also. Ja. Gut, ihr Lieben. Meine Frau wird jetzt abmoderieren. Wir freuen uns. Hier gibt es zahlreiche Bugs. Und ich weiß nicht, wenn das so weitergeht und wir dauernd wichtige Ressourcen verlieren, werden wir erstmal abwarten, bis das Spiel entbuggt wurde, oder? Ja, irgendwie schon. Ja gut, also sagen wir, sind wir am Ende einer Folge angekommen. Ich bedanke mich bei meinem Mann fürs Zocken. Ich mich bei dir auch, danke. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und einen Daumen nach oben da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.